Hey Ströner, wann machen wir eigentlich die Motorradtour? Ich freue mich schon die ganze Zeit auf den Frühling. Ja, du, das will ich auch. Also Motorradfahren ist super. Ich freue mich auch auf den Frühling. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Aber jetzt ist erstmal Winter. Herzlich willkommen zurück beim nächsten Let's Play. Wir sind bei 202 angekommen. Ich hatte gerade die Züge hier ein bisschen geordert. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ob die überhaupt schon reingefahren sind. Müssen wir mal bei Knut vorbeischauen. Ich bin in der falschen Ecke. Und ich war an der falschen Bar. Ja, verstreunert halt. Was zur Hölle kommt? Oh Gott, was machen die Züge denn für Geräusche? Ja. Die hören sich ja fast an wie Dampfloks. Naja, gut, damit leben wir jetzt. Also, die können jetzt erstmal hier beide von hier beladen und da wieder zurück und fahr mal los, Züglein. Und du darfst das auch machen. Holen wir unsere Waggons da jetzt raus, die 20 Stück. Und du darfst auch lostuckern. Und jetzt muss ich das, glaube ich, ein bisschen leiser machen, glaube ich. Wobei, in der Entfernung geht's. Ach, wieso habe ich das denn schon wieder so laut hier? So. Ja, jetzt ist er gar nicht mehr so laut. Hier wird gerade noch verkauft. Wo ist mein kleines Züglein? Sind die tanken? Ja, die sind tanken. Okay, deswegen ist es so leise. Der fährt auch ganz schön wieder. Ja, ist doch schön, mal ein anderes Zügchen. Müssen ja nicht immer die gleichen sein. Der zweite. Wo ist der zweite? Jetzt müsste er gleich losfahren dürfen. Weil er jetzt weiß kriegt. Einmal nochmal zeigen. Jetzt hat er weiß, weil der quasi aus diesem Eck hier rausgekommen ist. Hier ist er durchgefahren und dann kann der jetzt reinfahren. Meine Nummer 2. Ich sehe sie nicht. Die müsste doch irgendwo hier rumtuckern. Einer ist drin. Kann doch jetzt nicht im Nirvana sein. Ah, da kommt er, okay. Der hat sich noch gar nicht rausgeschlängelt gehabt. Hier haben wir jetzt auch wieder weiß. Weil sie sich gegenseitig nicht blockieren. Seht ihr? Der darf losfahren, obwohl der in dem Not drin ist. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel Zugtutorial die Ilana noch braucht, wenn sie mal bei diesen Folgen hier angekommen ist. Also nicht bei der hier jetzt, sondern so irgendwo bei 130, 140, wo ich damit angefangen habe. Willst du auf einen Schlag raus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Das heißt, der muss gleich eh noch mal eine Tour fahren. 7 plus 7 sind 14, dann sind noch 6 drin, also einer muss noch fahren. Ja, und hier können wir es jetzt auch noch mal sehen an der Ecke. Fährst du eigentlich hin? Ah, Platten verkaufen, okay. Nee, erstmal Platten holen da oben. Geht auch mal. Züglein. Also der müsste jetzt, weil er da rein möchte, grün kriegen oder weiß kriegen, sobald der hier über diesen Punkt hinaus ist, schätze ich mal. Ja, habt ihr gesehen, drüber hinaus, zack, weiß und er kann losfahren. Der andere steht schon auf Halde hier. Also hier kriegt er halt jetzt grün, sobald der hier drüber ist. Und dann hoffen, dann kriegt der weiß, je nachdem wie schnell er da ist, weil der da ihn nicht mehr stört und dann kann er geradeaus durchfahren. Ja, er hat schon weiß. Er hat schon weiß. Aber er kriegt jetzt grün, weil der da weg ist. So, der ist aus dem Not draußen. Ja, ich hoffe, ihr könnt da folgen, so mit der Signalgeschichte. Wenn die mal alle fleißig losjodeln und Ernte ist und gleichzeitig Zeug verkauft und importiert wird, dann schauen wir uns das alles mal ganz in Ruhe an. Aber ich schaue jetzt mal eben rein, was hier wieder fertig ist, ob ich da irgendwo weitermachen kann.
Na klar, können wir weitermachen. Machen wir das. Und dann weiß ich auch nicht mal, ob der Hateable noch was zu tun hat. Das schaue ich mir dann auch gleich an. Wie sieht's denn hier aus? Das Ding können wir auch bauen. Und die Verbindung können wir bauen. Hier noch nicht so. Okay. Aber hier, das Brückchen. Und hey, ist der Weg fertig? Der erste ist ja fertig, dann können wir dann den ersten Matschweg schon mal wegmachen. So, da brauchst du nicht mehr lang. Aber an der Brücke muss man halt noch vorbeifahren können. So. Und hier muss jetzt nur noch ein bisschen gewalzt werden, dann ist er auch rum. Nee, finde ich gut. Dann kann ich endlich den Müll hier hinten rauskippen. Das war mir ein richtiger Dorn im Auge hier, dass das jetzt alles da vorne rausfährt. Die sind ewig unterwegs, die Müllwagen. Auch wenn sie gerade noch nichts zu tun haben, wirklich. Aber die werden bald balochen müssen, ohne Ende. Eigentlich kann ich jetzt auch schon wieder Müllwagen holen. Weil vielleicht gibt es da ein paar schöne, schnellere von hier. Workshop und Müll. 80 km/h. Ja, das hat 85. Das hier sind kleinere. Oder keine Ahnung, was das ist. Aber ich glaube nicht, dass der 6,5 Tonnen Behälter laden kann. Da bin ich mir nicht sicher. Wenn ihr das wisst, was der kann, sagt's mir. Oder was das Ding da kann. Ich glaube, das ist einfach nur eine riesen offene Ladefläche mit Müll. Aber dann holen wir hier doch schon mal 6 Stück noch. Ne, 4 holen wir mal. Genau. Ach, machen wir es voll. Fertig. Fertig. Kommt mal alle schön her. Ja, die kommen rausgefahren. Wunderbar. Was macht der Zug? Können wir den jetzt einsetzen? Du musst nochmal die Tour machen und den anderen kann ich eigentlich schon zusammenbauen. Nicht da, da. Ja, 6 Stück sind noch drin, die holen wir gleich. So lange können wir den hier schon verarzten. Er hat jetzt hier seine 14 Stück da und die kann er jetzt mal schön rüberschleppen. Scheiß auf die Zuglänge für diese eine Überfahrt. Alle schön dran tackern, mal gucken, wie lang das Ding wird. Und einmal umziehen in... Wo ist er denn? Hier. So. Ja, das nervt mich hier so, dieses Ding. Ich krieg's nicht gefixt. Ich weiß auch nicht, ob ihr die Folge schon gesehen habt, wo der im Arsch ist, bestimmt. Ich glaube, es gab schon im Backstage das verfluchte VZ und so. Ihr müsst jetzt gesehen haben. Aber es gab keine Lösung. Ja. Ein ganz kurzer, schmerzlicher, großer Feuerwehreinsatz und zack, fertig. Sehr schön. Irgendwie brennt es direkt neben der Feuerwehr, echt lustig. Wie lang bist denn du jetzt? Na, 87 Meter, ja. So fährt er ja normal nicht. Er schleppt mir nur die Züge ins VZ rein. Und der zweite, der kommt schon und wir haben hier nichts mehr drin. Ja, die Frage ist, ob ich hier 30 Waggons reinkriege. Dass ich 3 Züge voll bestücken kann. Und irgendwie... Ich denke, ich gucke mir das an, wenn die hier drin sitzen, weil man sieht dann hier, wie die hinteren 3 Gleise voll werden. Oder vielleicht die hinteren 4. Wie sieht es denn da aus? Ja, 4 Gleise können voll werden. Okay. Hier sieht man es gerade nicht, weil die alle beschäftigt sind gerade. Haben die jetzt da alles rausgesaugt? Nee, haben sie nicht. Da hat es auch noch was. Und wie sieht es hier aus? Schaffen die gerade noch? Wo sind sie denn? Boah, 792 Tonnen. Ja. Der schafft gerade Pflanzen rein. Keine Ahnung, was mit der anderen los ist. Warum der jetzt nicht fährt. Der steht rum. Der macht Chemie.
Der macht Pflanzen. Wieso fährt Nummer 3 nicht los? Hab ich. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Waggons. Ich habe 9 eingestellt. Habe ich da jetzt echt einen Waggon zu wenig? Oder da hat sich einer einen zu viel geschnappt und deswegen ging nichts. Ja, das kann gut sein. Die haben sich zu viel hier geschnappt, um auf die Länge zu kommen. Aber wenn ich will, dass alle fahren, minimale Anzahl der Waggons, dann muss ich die wahrscheinlich runtersetzen. Wie viel habe ich denn jetzt unter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann setze ich sie auf 6 und hoffe, dass sie dann alle klarkommen. Und jetzt kann der auch noch Pflanzen rüber schaffen. Jetzt können die alle schon mal da Pflanzen reinbuckeln. Und eigentlich sollte ich das aber auch gleich für das dann machen, dass die Produktion dann auch anlaufen kann. Entladen. 95%. Also das wird im Leben nie reichen, dieses VZ, um das hier zu versorgen. Besonders nicht, wenn es läuft. Aber so für den Start und für langsamen Produktionsstart tut es das. So, jetzt haben wir hier schon was drin. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, guck mal. Puh, da ist schon ganz schön voll. Also da gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rein. 9, 18. Dann hört es schon wieder auf beim Streuner. 18 mal 2. 36 Stück. Das heißt, ich könnte noch mal 10 holen und noch eine Lok. Dann machen wir das. Nochmal 10 und noch eine Lok. Gebrauchtwagen kaufen. Nein. Zeige alles. Güterwaggons. Gesamtkapazität. Ich hoffe, die 30 gehen da jetzt rein. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück, okay. Dann nochmal die schnucklige Lok hier. Oh shit, ich hab's vom Falschen gekauft. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Nicht so tragisch, dann müssen wir die Route halt umbauen und sie aus der Grenze rausziehen. Einmal weg, einmal da herholen und einmal wieder schön bei Knut vorbeifahren. Danke bitte. Muss halt da einmal ums Eck rum und wir gucken uns die Lok nochmal an. Das ist eine PM3, die holen wir uns jetzt nochmal. PM3. So. Ja, also wenn man so kauft, dann kommt die immer von der Grenze, wo am nächsten ist. Und die müssen wir dann auch gleich losschicken, um die nächsten Waggons zu holen. Aber die erste, wo da ist, die kann dann schon wieder rüberkommen. Ich habe ja immer noch das Menü hier oben. So, meine liebste Lok, du darfst jetzt auch da Zeug holen. Ja, aber der... Oh ne, der kackt dann jetzt rum. Wenn ich den losschicke, dann kackt er rum, weil dann der Tank leer geht und da hinten habe ich keine Tankstelle. Nee, ich mach's anders. Der andere darf zweimal fahren und an den hänge ich das Zeug dran, weil in anderes Depot reinschicken kann ich auch ohne Sprit. Der andere ist eh gleich wieder da. Das läuft schon. So. Irgendwo muss er sein. Ich höre ihn. Ich sehe ihn nur nicht. Ah, da kommt er. Ah, seht ihr, der ist schon drüben. Geben schon Gas hier. So, währenddem die Zügler noch gekauft werden. Gibt es hier was Spannendes Neues in der Industrie? Ja, ich hab's ja. Ah, die Werkstätten. Ja, da habe ich jetzt Personal drin. Es gibt aber nichts zu reparieren. Ich muss ja noch einstellen hier. Ihr dürft maximale Reichweite. Und jetzt gucke ich mir an, wie weit die geht. Sehr gut, die geht bis zu den Bauernhöfen. Und von hier drüben muss ich mal. Boah, wie
wie viel da drin ist. Guckt euch das an. Die kommen nicht ganz zu allem hier. Also da kommen sie nicht mehr hin. Das heißt aber, ich habe eine nahtlose Überdeckung jetzt geschaffen. Das ist super. Ihr kommt auch überall in der Stadt hin, bis hinter die Brücke. Okay. Perfekt, genau so sollte es sein. Alles, was hier jetzt in der Ecke ist, soll repariert werden können. Plus, dass er das hier direkt dran hat. Vielleicht wäre es auch schön gewesen, wenn er sowas direkt dran hätte, aber dann fährt da halt einer dieser schicken LKWs hin und repariert es. Aber in der Ecke gibt es jetzt halt noch nicht so viel. Und ich habe auch noch wenig Personal drin. Aber ich denke, die sind jetzt so durchkonfiguriert, dass die langsam hochbooten können. Und ich weiß, mein Personal macht hier immer noch Leerrunden. Ja. Und deswegen wird jetzt langsam wieder die Bedürfnisse der Bevölkerung hochgedreht. Das ist mir einfach wichtiger. Und wenn da jetzt keiner einkauft, dann kauft da keiner ein. Aber ich gucke jetzt die 35 Leute, die leer fahren, geteilt durch. Ja, weil öfter fahren sie wahrscheinlich leer. Da stecken wir jetzt hier wieder Personal in die Stadt rein. Ich denke, ich erhöhe erstmal sowas hier. Sorry, Riss in der Schallplatte. Weil ich sage dann das Wasserwerk schon mal offen. Na, das da kann ich vielleicht mal auf 10 hoch machen. So. Die müssen ja jetzt auch nicht arbeitslos rumpimmeln. Die werden hier zwar immer abgeholt, aber die sitzen ja schon vorher im Bus drin. Die fahren jetzt zigmal im Kreis rum und das ist nicht toll. Da haben wir drin. Machen wir hier ruhig mal das Maximum rein. Also die kleinen Dinger hier, die kann man jetzt ein bisschen aufdrehen. Einfach, dass die Arbeitslosigkeit schwindet. So. Also früher oder später werde ich die eh wieder alle auf Max hochknallen, aber da guckt mal Kindergarten, da kann man gut welche brauchen. Boah, wie voll das ist, die machen es ja wie die Kanickel, ey. Wie kann das schon drei sein? Also das sind Hundejahre, keine Ahnung. Also ich habe ja erst im Frühjahr eingezogen und wir haben noch kein Jahr rum und hier sind schon Babys mit 3 Jahren. Und ich glaube nicht, die 21-Plus-Jährigen sind irgendwie schon eingezogen mit Kindern im Bauch. Glaube ich nicht dran. Ja, so langsam gehen wir steil auf die 17.000 zu. Einmal Overlay angucken, wie die Wohnungen so belegt sind. Freiwohnung. Wie sieht es mit Arbeitern aus? Ungebildete habe ich ja gar nicht. Universitätsabschluss. Ah, das ist ja interessant. Guck mal. Ach nee, ich habe mich verguckt. Ich habe so geguckt und dachte, die sitzen hier drin. Da müsst ihr aufpassen. Die sitzen natürlich hier drin. Also es sind bisher nur in die 2 Gebäude, das, da, das und das eingezogen. So, da haben die natürlich dann schon heftig rumgeklattert. Und das sind sogar schon welche 7 Jahre alt. Ja, Moment. Es kann auch sein, dass jemand aus dem Knast rauskam und dann mit seinem Kind aus dem Waisenhaus hier eingezogen ist. Das kann durchaus sein. Sieht es denn hier aus? Seid ihr glücklich? Ja, ich muss es einfach mal schauen. Ich gehe davon aus, ich sehe es, aber ich schaue es trotzdem mal an. Gesundheit wird noch was gehen. Ja, der Start war relativ holprig. Da müssen die sich jetzt erstmal überholen. Erholen. Loyalität ist in Ordnung. Oh, gut. Sollen sie halt saufen. Kleidung. Kriminalität. Sieht eigentlich alles schön aus. So, fuck. Wo ist der Schneeschieberstau? Ich habe ihn weggeklickt. Bestimmt wieder an der Scheißecke hier. Immer diese Scheißecke. Ja, war sowas von klar. Geh nach Hause, Junge. Also ich habe bisher das, glaube ich, nur an dieser einen Stelle. Aber das kann halt töten. Also jetzt nicht mehr, weil ich da hinten noch Heizung habe. Nee. Vergesst es. Die Heizung ist ja eh hier und da. Und gar nicht hier, aber die Chemieproduktion. Sorry. Gerade bin ich mit der Kaffeetasse gegen das Mikrofon vom Headset gestoßen.
Na, der Wald, der gedeiht ja auch schon prächtig hier im Winter. Und die Ölpumpen stehen auch still. Ja, wieso denn? Ich hab doch hier einen scheiß Export drin mit 4 Fahrzeugen, ey. Das Ding ist voll. Das ist leer, okay. Und der exportiert jetzt schon ganz schön lang. Also ich habe gedacht, die packen das locker, das Zeug hier wegzuschaffen. Ich will hier jetzt keine Exportpipeline nach runter ziehen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Überhaupt nicht. Zack, der Ölexport. Beziehungsweise... Ich weiß, woran es liegt. Sie müssen ja da vorne hinfahren. Das dauert ja viel länger. Ja, ja, ja. Wann ist dieser verfluchte Weg hier fertig? Und dann braucht... Der ist schon fertig, oder? Der ist schon. Dann stellen wir um. Die haben zwar da hinten jetzt noch keine Schneeschieber dran. Möchte ich das machen wegen dem Export? Ich denke nicht. Aber wir gehen jetzt da hoch an die Grenze. Ja, ich habe es auch nicht konfiguriert. Der verkauft alles, was er daher kriegt. Aber es ist ja eigentlich nur Öl. So, da Öl entladen und hier nicht mehr. Das heißt, die nächsten Touren... Und warum hat er keinen Sprit? Fährt er jetzt auch noch zum Tanken in der Walachei rum, ey? Streuner hat's nicht aufgepasst. Der ist doch da drin. Wer hat denn jetzt gerade keinen Sprit gehabt? Doch, der. Hä? Da rein. Ja. Hier Sprit holen. Da Sprit entladen. Und da Sprit entladen. Ja, und hast du? Geht's dir? Hast du was dran? Ach so, das ist das andere VZ, das ist das Sprit 1. Was mache ich denn hier gerade? Ah, der hat keinen Strom, oder? Ne, er hat Strom. Da war doch gerade noch nichts drin. Hatte vielleicht... Hm. Keine Ahnung. Das muss ich mir nochmal selber angucken. Aber vielleicht haben die einfach alle gerade getankt und dann waren die 12 Tonnen weg, dass die einfach viel mehr Sprit ziehen können. Die Müllverbrennung sammelt hier schon heftig Müll. Boah, und irgendwo fehlt mir auch die Mülltrennung. Ja, ich muss gucken, dass mein Müll hier gescheit tut. Da noch Mülltrennung hin und hier noch Mülltrennung. Oh, das sind schon ein paar Müllplätze fertig. Ich glaube, das tut nicht, dass ich es auf die Baustellen überbügel. Hier nochmal. Da nochmal. Und wie sieht es hier hinten mit Müll aus? Braucht ihr einen Müllplatz? Habt ihr einen? Braucht ihr keinen? Wollte ich hier nicht einen hinsetzen? Fragen über Fragen. Über Fragen. Ich habe hier keinen Müll dran. Eindeutig. Jetzt schon. Aus irgendeinem Grund hatte ich es damals nicht gebaut, aber ich weiß, dass ich darüber nachgedacht habe. Vielleicht war da irgendeine Straße nicht fertig, oder? Ich weiß es nicht. Oh, komme ich an den da jetzt noch ran? Was ist denn hier los? Ach, der ist schon fertig. Ja, dann bau doch den Anschluss. Alles mal wegmachen und nochmal angucken. Ah, da werden jetzt auch schon Pflanzen reingekarrt. Sehr gut. Hier habe ich auch noch nicht angefangen. Da muss ich ja auch zum Lager hinkommen.
Also sobald die Fahrzeugverschrottung läuft, auch so gern ich Essen und Alkohol machen wollte, dann will ich eigentlich, dass sie hier reinspringen. Weil ich diese alten Schrottkübel bei mir jetzt weghaben möchte. Ihr seht ja selber, die sind jetzt maßlos da hinten überlastet mit Reparatur. Jetzt gerade nicht mehr, aber vorhin, da waren noch 4, 5 Fahrzeuge drin. Und es bringt halt auch nicht mehr so viel. Was macht mein Hattable? Ihm geht's gut, ein Sanierter. Okay, das heißt, ich kann ihn wieder mit reinziehen. Ich kann ihm wieder Jobs vergeben. Hattable, helf doch mal bitte mit. Da gibt's doch bestimmt irgendwas, wo du hier helfen kannst. Da. Boom. Genau. Bau mir hier mal irgendwas. Wir müssen hier vorankommen. Und natürlich die anderen Sanierungsbüros auch. So. Den vielleicht noch und den. Ja, da muss ich mich halt durchbeißen hier. Hier können wir noch ein bisschen. Hat der jetzt echt keinen Weg dran? Schweinerchen, was hast du denn hier schon wieder getrieben? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, weil der Weg hier nicht fertig war. Edible, du kriegst was zu tun. Und da will ich Bescheid haben. Ich brauche Strom an der Hütte. Habe ich überhaupt da hinten Strom? Ich habe so viele interessante Fragen. Nicht, dass ich den Strom verkackt habe. Gerade so, wie es aussieht, müssen wir uns angucken. Auf den letzten Meter. Ich habe hier zu viel Öl. Gut, das wird hochgehen, der Verbrauch, der wird auch hochgehen und irgendwann werde ich es wegpumpen. Kann ich mir hier einfach mal noch einen Pufferspeicher dran bauen? Also ich fand es ja eh cool vom Aussehen hier, aber ich muss mal schauen, wie ich die Verkabelung gemacht habe. Ob das von den Rohren geht. Da bin ich nämlich gerade blank. Ich glaube, da kommt nur einer raus. Da habe ich jetzt keine Verteilerpumpe dazwischen. Das heißt, ich kann sie nicht parallel, sondern vielleicht in Reihe schalten. Unter der Erde. Ach, das sind oberirdische Leitungen. Ja, und ich suche meine Leitung. Ja, das verwirrt mich, wenn ich die oben baue. Also es kommt da rein, es geht hier rein. Da habe ich mehrere Ausgänge. Ja, der Gedanke war, dass ich hier abgehe, gell? Hier kriege ich es gesammelt von beiden Seiten rein. Von beiden kommt es rein, oberirdisch, unterirdisch. Geht hier rein und dann soll es eigentlich Richtung Pipeline gehen. Ich überlege gerade, ich will... Also dann will ich nicht hier einen Tank dran machen. Das ist mein lokaler Puffer, dass es denen hier gut geht. Ich frage mich gerade, war das der größte Tank oder gibt es noch einen größeren? Weil ich könnte ja schon mal Richtung Raffinerie rüberpumpen und da einfach mal 10 Tonnen Öl reinsickern lassen. Irgendwo hierhin oder dahin, keine Ahnung. In die Richtung, dass ich dann zumindest schon mal mit meinem Raffinerieöl bis hier bin und dann kann ich das immer weiter hier rüberziehen, soweit ich komme. Und schön Zwischentanks rein, dass das Ding nie leer läuft. Weil ich möchte jetzt nicht mehr Export realisieren. Die vier Tanker hier, die müssen jetzt lang. Ah, und die schaffen es halt nicht. Die schaffen es nicht, das Zeug wegzubringen. Guck mal, wie schnell es da reinläuft. Warum fährst du eigentlich hier lang? Du machst doch was falsch, mein Junge. Du sollst nicht dahin. Ich habe das doch umgestellt. Moment. Ich muss, dass ich das wieder blick hier. Die Dinger umbenennen. Da ist Zoll 1, da ist Zoll 2, dann kommt hier hinten verflucht nochmal Zoll 3 hin. Da. Zoll 3. Gut. Du sollst Öl hier holen und du sollst ihn dahin bringen. Und wieso fährst du jetzt in die andere Richtung?
Wieso fährst du zu Zoll 1? Ich glaube, der hat den Auftrag schon vorher gezogen. Ich glaube, die haben sie alle schon vorher gezogen. Aber immerhin, guck mal, das bringt 8.000 jetzt mittlerweile, so ein Ölding. Ist Öl so teuer geworden? Ich dachte, das hätte, Öl wäre fast nichts wert, dachte ich. So, oh, nach den Zügen muss ich natürlich gucken. Jetzt habe ich es total verbimmelt und bommelt, ey. Geh mal nochmal zu Kohlen. Und den da schickt man so lang rüber. Mit allem, was er hier hat. So, dich vollgeladen. Und dann muss der letzte Zug noch rüber mit den letzten Waggons. Und ich denke, dann ist das Ding rappelvoll. Aber sowas stört mich hier halt. Wenn ich sehe, die Pumpen pumpen nicht, dann weiß ich, okay, ich verschwende gerade Geld. Und da bin ich halt nicht sozialistisch genug und denke mir, lass die Pumpe Pumpe sein, sondern guck, dass das läuft, dass das Öl fließt. Was machen meine Bauzüge eigentlich? Der macht Brücke und der macht hier Anbindung. Sehr gut. Das ist wichtig. Oh, die beiden Lager sind auch schon fertig. Dann können wir die konfigurieren. Hier ist natürlich nur Alkohol drin. Weil sonst kann ich es VZ auch nicht einrichten. Ich glaube, wir können dann schon bald die Produktion langsam starten. Also ich denke mal zumindest dann, wenn es nicht mehr ganz so krass mit dem Heizen ist. Ich nenne das hier mal Lager Ort Alk. Einfach, dass ich hier, ich weiß nicht, wie ich es beim anderen genannt habe. Und hier, das nenne ich Lagerbrot essen. Alles weg und essen. Nur Essen reinlagern. Und Namen geben. Das Ding hier nennen wir Lade Essen. Dass wir wissen, was hier herkommt. Was machen eigentlich meine Abrissarbeiten? Ah, ich habe mir keine Benachrichtigung gesetzt, gell? Ja, Streuner muss seine Uhr im Blick haben. Auch wenn er keine Eieruhr hat. Es wird streng Sprengstoff benötigt. Abriss wurde angehalten. Ja, wieso denn? Die haben noch nicht losgelegt. Habe ich denen keine Sprengstoffquelle gegeben? Was ist denn euer Problem jetzt, Jungs? Zugewiesene Abrissbüros. Jetzt habe ich so einen kleinen, der hier 1,5 Tonnen Sprengstoff herschaffen kann und er hat 1,5 Tonnen hergeschafft und jetzt fehlen noch 2,1 Tonnen. Ja, das ist halt ein Riesenstück, was ich da abreiße. Aber das, da können wir jetzt abhelfen, weil der muss ja zu beiden Dingern hinfahren. Der schafft jetzt erstmal überall Sprengstoff hin, dann macht's Puff und dann muss man den Müll wegschaffen. Die Personalbusse werden vermutlich gar nicht gebraucht gerade. Interessant. Aber das ist jetzt ein West- oder ein Ostfahrzeug. Ich will so einen nochmal. Mal gucken. Oh, kriege ich den jetzt her? A30N. Ich hole nochmal zwei. Dann habe ich drei davon. Und dann brauche ich aber auch noch Müllwagen, weil da fällt, guck mal, wie viel Müll da anfällt. Die sind ja ewig beschäftigt mit Müll wegschaffen. Eigentlich hätte ich ein 30-Dinger-Büro mit 50 Müllwagen machen müssen. Na, andersrum. Müllwagen. 87, 80. So, so. Hä? Ja, ich will die Feuerwehr da drin.
dass sie den Brand löschen. Ölwagen. Gesamtkapazität. Der sieht schon heftig aus. Der sieht richtig heftig aus. 45 nur. Ich glaube, ich hole mir mal einen. Ich will den einfach mal sehen, wie er aussieht. Vielleicht hat er einfach X-Absatzcontainer drauf und das wäre genial. Das wäre eine Lösung für ein Problem, wo ich noch nicht gelöst habe. Und ansonsten hole ich mir jetzt noch zwei normale da. Und jetzt will ich den da sehen. Der fährt hier irgendwo her. Irgendwo kommt er. Da. Fenster, Fenster. Und Spannung. Was zur Hölle ist das? Sind es 6 Absatzcontainer da hinten drauf? Alter, ist das Ding geil. Alter Schwede. Also wenn der so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, dann kann der ja übel auf der Baustelle wegwuchten. Das muss ich mir auf jeden Fall angucken, wenn der da hinfährt und Müll abholt. Also ich glaube, damit könnte die Stahlindustrie richtig gut in den Griff kriegen, wenn der schnell lädt. Ich will ihn mal eben haben an der schönen Stelle. So, fahr mal vorbei. So. Da. Sorry. Den wollte ich einfach haben, solange er jetzt daherfährt. Bau beendet. Ach, zum Müll vom Biergarten, ja. Dann mach den auch mal. Doch gerade ein Menschlein. Wie sie mit ihrer Aktentasche ins Klärwerk laufen. So, ah ja, ich bin studiert, ich gehe jetzt mal im Klärwerk ein bisschen Freischwimmer machen. Wie viel Promille habt ihr drin, dass ihr hier eine Aktentasche braucht? Ihr müsst doch nur ein bisschen wie im Kochtopf das Zeug rumrühren. Ein bisschen auf den Monitor gucken. Sorry. Ja. Den letzten Zug schicken wir jetzt noch los. Der hoffentlich irgendwo hier unterwegs ist. Ich habe die Orientierung nicht mehr. Hier. Hat er jetzt alles da rausgeholt aus dem Zoll? Sind das die letzten? Da ist keiner mehr drin. Der versteckelt sich hier. Da ist auch keiner drin. Gut. Alle drei dran. Dann müssen wir in der nächsten Folge das Ding konfigurieren. Einmal mit dem hier darüber rein. Und dann hoffen wir, dass es nicht zu voll wird. Das kann man noch sehen. Hier passen da noch 3 rein. Puh. Würden da 40 reingehen? Nee, ich hatte es ja ausgerechnet. 36 gehen rein. Möchte ich das haben? Also ich habe jetzt gleich 3. Nee. Ein Gleis, 2 Gleis, 3. Das sind 5 Gleise. Ja, das verändert ja alles. Okay. Da würden 45 reingehen. Ich glaube, dann haue ich da noch einen 4. Zug rein. Und dann haue ich da auch noch 10 weitere Waggons an. Also ich hoffe, das stimmt so von der Ansicht her und ich kriege hier 40 Waggons rein von dieser Länge. Das wäre eine geniale Scheiße, aber ich glaube, die brauchen auch noch Platz. Und die sind größer als ein Waggon. Ich hätte 4 Züge und 5 mal 15 Meter frei. 5 mal. Das ist jetzt so eine Rechnung, ob das so circa hinhauen würde. Geteilt durch 4. Na, dann dürfte jeder Zug nur 18,75 Meter lang sein. Ich bin mir nicht sicher, ob hier ein 4. Zug reinpasst mit 10 Waggons. Ich denke, ich lasse es mal auf 4 stehen. Wenn ihr das wisst,
wie sich die Länge des Zuges hier auswirkt auf die Stellplätze von den Waggons, ob das unabhängig ist, ob die irgendwo da drin sind, sagt's mir. Ansonsten hätte ich gesagt, kann man da noch 10 reinpacken und noch einen Zug. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und kommt wieder.